Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich darf Sie ganz herzlich hier in unserer Hauptverwaltung in Hessen begrüßen zum heutigen Pressegespräch. Wir stellen Ihnen heute das Buch 20 Jahre Euro zur Zukunft unseres Geldes vor, in dem 35 namhafte Autorinnen und Autoren, einige davon sind heute hier, ihre Perspektiven auf Geld und Währung darstellen und die Themen aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten. Ich darf Ihnen die Personen auf dem Podium vorstellen. Das ist zum einen in der Mitte Bundesbank-Vorstandsmitglied Professor Dr. Johannes Beermann. Er ist für das Thema Bargeld unter anderem im Vorstand der Bundesbank zuständig und hat das Buch für die Deutsche Bundesbank herausgegeben. Dann zu seiner Rechten, für Sie zur Linken, Professor Dr. Julia Peters. Sie ist Professorin für Wirtschaftspsychologie mit dem Forschungsschwerpunkt Psychologie des Geldes und sie ist zudem Trendforscherin. Dann auf der anderen Seite Professor Dr. Ottmar Issing. Er war im Direktorium der Europäischen Zentralbank, wie die meisten von Ihnen wissen, zum Zeitpunkt der Euro-Einführung. Neben ihm Antti Heinonen, früher Hauptkassierer der Bank of Finland und einer der Mitentwickler der Euro-Banknoten. Und an meiner Seite noch Professor Dr. Volker Wieland, Professor für monetäre Ökonomie an der Goethe-Universität Frankfurt. Sie haben die Kameras schon bemerkt. Wir zeichnen das Pressegespräch auf und werden auch Sequenzen daraus für unser Intranet und Internet verwenden. Jetzt übergebe ich das Wort an Sie, Herr Beermann. Vielen Dank, Frau Kreuzer, meine sehr geehrten Damen, meine Herren. Es ist ein wunderschöner Montagvormittag. Herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind, dass Sie den Weg hier in die Hauptverwaltung, in den Kuppelsaal gefunden haben nach einem schönen Wochenende. Ich habe mich auf heute Morgen deswegen gefreut, weil eben das Buch 20 Jahre Euro und Zukunft unseres Geldes für mich etwas ist, was sich so zunächst mal ein bisschen holprig entwickelt hat. Denn wenn man sagt, wie reden wir über Geld, ist es also dann zuerst mal die Assoziation, wo ja viele eben den Zugang, gerade wenn man Bargeldvorstand ist, wird man immer mit der Frage konfrontiert, gibt es denn überhaupt Bargeld noch? Also man muss dann so aus so einer Defensive raus, wo ich dann als Bargeldvorstand, wie auch als Kommunikationsschüler von Peter Hinze immer gelernt habe, das ist immer Quatsch, je öfter man das wiederholt, umso schlimmer wird es. Und ist also auch in der Sache eigentlich nicht zutreffend. Und auf der anderen Seite dann aber doch mal versucht, sich diesem Phänomen zu nähern, um aus dieser rhetorischen Defensive, aus dieser kommunikativen Defensive rauszukommen. Und ich hatte neulich zwei sehr weite Flüge nach Südostasien und hatte Zeit, das Buch nochmal insgesamt durchzulesen. Und ich bin mittlerweile total begeistert. Und deswegen bin ich wirklich froh und happy, und auch ein Stück ehrfürchtig an einen Kreis der Kolleginnen und Kollegen, die hier sitzen. Antti Heinonen, der das erste Kapitel geschrieben hat. Also Antti Heinonen ist ja so etwas wie der Papst des Bargeldes auf der Welt. Jemand, der sehr viel mit Bargeld nicht nur zu tun hat, sondern der es erfunden hat, der es erklären kann. Und wenn Sie das erste Kapitel sehen, was Antti geschrieben hat über Fiatgeld, dann kriegt man so eine Idee, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Also allein die historischen Fakten 1650, die Schweden, die es also erfunden haben, wenn man das Papiergeld in Anführungszeichen nimmt, bis also hin zur Tatsache, dass Geld eben auch Vertrauen ist. Dann natürlich Ottmar Issing, also wenn man dann so will, der Vorsitzende der Bischofskonferenz in Deutschland, um das katholische Bild jetzt endgültig zu Tode zu reiten, mit einem ganz grundlegenden Beitrag darüber, was also Geld und Wirtschaft bedeutet. Das ist natürlich enorm, also ich habe wieder so viel gelesen und gelernt. Und dann rechts das letzte Kapitel von Frau Peters über die Psychologie des Bargeldes. Also ich habe mir natürlich das markiert, was man sich immer markiert, hat Frau Peters gerade schon wieder zu mir gesagt, bitte sagen Sie es nicht, dann stehe ich damit wieder in der Zeitung. Aber das ist halt für mich interessant, wenn Frau Peters schreibt, warum ist Geld so attraktiv? Ne, weil es einfach wie Alkohol und andere Suchtgeschichten bei uns im Kopf Dopamin ausschüttet. Habe ich das also richtig? Ne? Das heißt also, so und da bin ich wieder beim Bargeld. Wahrscheinlich ist es, so habe ich das, also Ihren Beitrag entnommen, wenn ich eine Überweisung mache, wird wahrscheinlich nichts ausgeschüttet, aber wenn ich Bargeld in die Hand nehme und bekomme, denke ich mir, passiert genau dieser Anreiz,
Und der gefährliche freie Radikale, wenn ich das so sagen darf, lieber Professor Wieland, sind Sie in dieser Truppe. Denn da muss ich jetzt mal sehen, ob Herr Wieland sagt, schade, dass ich nicht dabei war und deswegen über das Buch so spricht, wie er spricht. Oder ob er sagt, Gott sei Dank, dass ich nicht dabei war. Und dann also entsprechend sich zu dem Buch äußert. Also kurz und gut, ich bin sehr, sehr glücklich, dass wir heute hier zusammengekommen sind. Bin auch froh, dass wir hier zusammensitzen, um mal über Geld zu reden. Das war der Anlass des Buches. Wir haben uns einfach mal, ich bin wahrscheinlich weit weg von der Präsentation. Entschuldigung für all diejenigen, die da sind. Also, was steht in dem Buch drin? Ich darf es auch mal wieder, muss ich dann einfach mal so durchlaufen lassen. Einfach mal anhand dessen, wie ich es mir aufgeteilt habe, sagen. Wir haben also zwei Kreisläufe, so möchte ich es mal formulieren. Oder drei Kreisläufe nach meiner Wahrnehmung. Der erste ist der Kreislauf der Welt. Das ist, wenn Sie den mittleren Teil des Buches nehmen, da steht sehr viel drin. Das ist zwei Bargeldkreislauf in Deutschland und anderen G20-Staaten. Dort haben Sie Beiträge von der Bank of Indonesia bis also hin zur Bank of England, der South African Reserve, also einmal rund um die Welt. Und da dreht es sich meistens ums Bargeld. Und das Interessante bei diesen Beiträgen, wenn man sich da durchgearbeitet hat, ist, wenn man sie miteinander vergleicht, dass auch, wenn die Nutzung von Bargeld durchaus unterschiedlich ist, die Einstellung zum Bargeld und zur Kernaussage ist immer gleich. Oder aber auch mentalitätsmäßig. Ich bin potstolz, dass die Chinesen geschrieben haben, die ganz offen schreiben, warum sie den Yuan also einführen wollen. Also wir arbeiten uns in diesem Buch auch themenmäßig an verschiedenen Themen ab. Sie werden mehrere Beiträge sehen zum digitalen Euro, zum digitalen Zentralbankgeld in den verschiedenen Kapiteln. Das ist also ein zweiter Strang, der da durchgeht, wo man sich einfach damit auseinandersetzt. Also der Bargeldkreislauf in Deutschland und in den G20-Staaten ist sehr, sehr interessant, weil man dort einfach erkennen kann, wie gleich doch die Welt bei Bargeld tickt. Und es hat natürlich einen Grund, wie Antti im ersten Kapitel schreibt, warum überall auf der Welt, egal wo sie sind, warum dort Bargeld auf einmal wichtig ist. So, dann haben wir entsprechend im ersten Teil Geld und Währung im Euroraum. Deswegen ist es, auch wenn es das Buch auf Englisch gibt, ein wirklich deutsches Buch, denn wir fangen natürlich mit dem Grundlegenden an, müssen wir ja Frankfurt, Goethe, Faust, also wir müssen ja irgendwo mal anfangen, wo es also grundlegend ist, das machen wir da. Wie ich finde, auch sehr schön, sehr breit aufgestellt, denn das geht von der reinen Technik, Wolfram Seidemann von Giesecke & Devrient schreibt mal also, wie Banknotentechnologie funktioniert, also wie einfach Banknoten gemacht werden, bis hin zu ganz grundlegend, was der Professor Issing schreibt, zur Rolle des Bargeldes in Wirtschaft und Gesellschaft, aber eben auch der rechtliche Aspekt vom ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Tapie. Also wir haben dort ganz, ganz viel Üfmärsch. Ganz interessant war, wie wir Hans Eichel gefragt haben, Herr Kardo, ne? Rief Hans Eichel an und sagte, ja, ja, Herr Bermann, ich mache das gerne, aber ich werde dann schreiben, dass wir in Europa einen Finanzverbund brauchen, damit Sie das gleich wissen. Da habe ich gesagt, ja, wir wollen ein freies Buch machen, jeder kann schreiben, was er will. Sie waren lange Zeit Finanzminister in Deutschland, Sie haben das Bargeld geprägt und machen es. Und das ist also das Resultat. Oder Theo Weigel, der nochmal darüber schreibt, wie also die Bargeldeinführung in der DDR war, vor mittlerweile über 30 Jahren. Besonders stolz bin ich auf den Beitrag von Richard Schröder, den wir gewinnen konnten, die Währungsunion 1990. Er nimmt das nochmal von der ostdeutschen Seite auf. Und wie ich finde, ist er ohnehin wortgewaltig als ehemaliger Fraktionsvorsitzender der SPD in der Volkskammer. Ich kenne niemanden, der die Probleme der Wiedervereinigung so in Worte gefasst hat wie er. Und ganz unbescheiden darf ich sagen, dass also Richard Schröder hier nach meiner Wahrnehmung das beste Essay über die Wiedervereinigung geschrieben hat, was ich jemals gelesen habe. Wir haben dann natürlich auch die Perspektiven für das Bargeld im dritten Kapitel. Das ist der dritte Kreislauf, der so ein bisschen schräg immer reingeht. Da geht es also zum einen nochmal um die Psychologie, um die Soziologie. Also das, was Frau Professorin Pitters entsprechend repräsentiert. Aber auch Sloterdijk, der sich Gedanken macht über den modernen Menschen als Kaufkraftbesitzer, einen ganz anderen, Herr Issing und ich, wir haben gerade darüber gesprochen, einen ganz anderen Zugang dazu hat, als wir beide dazu haben. Ja, oder aber eben am Ende des Tages auch tatsächlich uns darüber Gedanken machen, wie Seele und Zeichen, wie es Gaspar König nennt, sich mit Geld vereinbaren lassen. Oder Phänomene im Umgang mit Geld während der Pandemie von Viviana Zelitze. Die beschreibt, wie Geld auch in der Pandemie Interaktionsmittel war, warum Geld wichtig ist, warum Geld also eben auch Gesellschaft nach vorne bringt. Also ich wusste bis dahin nicht, dass 2020 es das höchste Spendenaufkommen in den USA gab, was also jemals vorher in den USA gesammelt wurde, nämlich 477 Milliarden US-Dollar. Weil viele Leute in der Pandemie das Geld genommen haben,
um einem anderen auszudrücken, Wertschätzung. Ich helfe jemandem, der in Not ist. Also das fand ich ein ganz faszinierendes Element, sodass wir uns im dritten Bereich eben mit Geld nicht nur über die technischen und weltweiten Dinge, sondern auch über das unterhalten und dort also etwas ausdrücken, was Geld für die Gesellschaft ausmacht. Warum ist es wichtig für unsere Gesellschaft? Also ganz spannend ein Beitrag, wo es darum geht, wie sich Geld entwickelt hat, wo also gesellschaftliche Zusammenhänge sind. Wie funktioniert eine Gesellschaft, habe ich gelernt, in Neuseeland ist das noch, das ist eine reine Tauschgesellschaft, wo es also dann darauf ankommt, dass man in der Familie, im Clan tatsächlich was ist. Ansonsten hat man also in einer geldlosen Gesellschaft keine Bedeutung. Und auf der anderen Seite, was das bedeutet, also auch für die Größe einer Gesellschaft, für die Freiheit des Individuums, wenn man Geld hat und dadurch eben frei ist, außerhalb von Clans, außerhalb von sozialen Beziehungen, neue soziale Beziehungen zu knüpfen. Also das ist das, was wir im dritten Bereich machen. Also kurz und gut, ich bin mittlerweile total begeistert. Ich habe gesagt, ich fliege jetzt nur noch mehr als 24 Stunden, damit ich nochmal in Ruhe Zeit habe, das Buch durchzulesen und das dann entsprechend hinzubekommen. Also ein sehr, sehr schönes Buch. Ich bin Ihnen allen sehr, sehr dankbar. Und auch die Resonanz, die wir bekommen haben, Herr Antti und Frau Peters, die ist schon sensationell. Also ist schon wirklich gut. So, jetzt habe ich nichts von dem gesagt, was man mir aufgeschrieben hat. Falls Sie irgendwas haben, gilt das, was Ihnen aufgeschrieben wurde, ich aber nicht gesagt habe, natürlich auch als gesprochenes Wort. Ich möchte es aber dabei erstmal bewenden lassen und möchte jetzt denjenigen, die also wesentlich mitgewirkt haben, ne, das ist auch so vorgesehen, Frau Kreuzer, das Podium überlassen. Ja, lassen Sie mich damit beginnen, Ihre Begeisterung für das Buch teile ich voll und ganz. Bei dieser Gelegenheit habe ich mich natürlich an andere Jubiläen, währungspolitische Jubiläen erinnert, die ich erleben durfte. Und da fiel mir zunächst vor allem der 50-jährige Geburtstag der D-Mark ein, als wir damals im Direktorium der Bundesbank über diese Feier diskutiert haben, habe ich nur halb scherzhaft vorgeschlagen, wir sollten den Friedhof als Veranstaltungsort wählen, denn der 50. Geburtstag und das Ende der D-Mark lagen ja zeitlich ziemlich nahe beieinander. Nun nimmt man die drei bargeldlosen Jahre dazu, dann kommen wir beim Euro ja auf fast 25 Jahre Existenz. Das ist für eine Währung jetzt nicht besonders bemerkenswert, aber denken wir an die große Skepsis, die damals die Einführung des Euro begleitet hat, dann sind die 25 Jahre schon ein Erfolg. Als ich in das Direktorium der EZB kam, wie das bei einem solchen Anlass üblich ist, bekam ich viele Kapitulationsschreiben, darunter ein Brief von Milton Friedman, mit dem ich schon länger bekannt, befreundet war. Er schrieb mir, Dear Ottmar, congratulations on an impossible job. You know, I'm convinced the euro cannot survive. Und dann hat er noch einen netten Satz dazu geschrieben, because of you it might last a few years longer. Nun, in der EZB war uns völlig bewusst, dass währungstechnisch der Euro am 1. Januar 1999 ins Leben trat. Aber wir hatten keinen Zweifel daran, dass der Euro im Bewusstsein der Bevölkerung erst wirklich ankommen wird mit der Ausgabe der Banknoten und Münzen. Und so war es denn auch. Nun ist die Einführung, Sie haben die Einführung der D-Mark in der DDR erwähnt, den Artikel von Weigel, die Einführung des Euro war logistisch noch einmal einige Dimensionen größer. Ich weiß nicht, welcher Stapel bis zum Mond reicht, alle möglichen Leute haben das ausgerechnet. Das hat reibungslos funktioniert und auch hier, so wie bei der Einführung des Euro überhaupt, hat etwa die Financial Times eine Kampagne im Vorfeld geführt und Artikel gebracht, dass am 1. Januar 2002 es
kilometerlange Schlangen an den Flughäfen und was weiß ich wo geben wird. Ich meine, das hat so wie die Skepsis gegenüber der Einführung des Euro überhaupt, hat den Erfolg natürlich am Ende noch größer scheinen lassen, weil ein Desaster programmiert worden war. Aber die Einführung des Bargeldes ist dann gerade in Deutschland überschattet worden durch die unselige Debatte über den Teuro. Und was gerade zu einem Ökonomen geradezu grotesk erscheint, ist die Tatsache, dass zur gleichen Zeit, im ersten Monaten 2002, der IMF einen Beitrag veröffentlicht hat über die Gefahr der Deflation in Deutschland. Also die Wahrnehmung und die gemessene Inflation fielen auseinander in einer Weise, die wir uns nicht vorstellen konnten. Und wir sind von der Dimension überrascht worden, haben dann auch versucht, den Artikel im Monatsbericht sozusagen dagegen etwas anzuschreiben. Aber das ist ziemlich hoffnungslos. Ich habe in den letzten zwei Auflagen meines Lehrbuchs Einführung in die Geldtheorie dann einen Abschnitt eingeführt über gefühlte Inflation. Für die Ökonomen war Inflation die gemessene Inflationsrate und damit war Schluss. Auch die Bevölkerung hat das eben, ich traue mich gar nicht weiterzureden, wenn ich neben Ihnen sitze, aber Sie können sich vorstellen, der Notenbank, wir verweisen darauf, der Euro ist so stabil, ja, so stabil, die Inflationsrate ist niedriger als zu D-Mark-Zeiten. Und die Bevölkerung hat das Gefühl, alles ist teurer geworden. Alles ist teurer geworden. Ich habe damals einen Vortrag in Mainz gehalten. Da gab es eine Serie von Vorträgen. Gorbatschow hat da auch gesprochen und Genscher hat das geleitet. Und ich habe über die Währungsunion historisch gesprochen. Und es waren über 1000 Leute da. Es war ein aufsteigender Hörsaal, sodass man die Leute im Kopf hatte, sehen konnte. Und es hat jemand gerufen, es ist doch alles teurer geworden. Und habe ich ganz kurz versucht zu erklären, warum das eine Wahrnehmung ist, die mit den Tatsachen nicht übereinstimmt. Und ich habe gesehen, ich weiß nicht, nach 30, 40 Sekunden wahrgenommen, es ist völlig vergeblich. Ich habe dann gesagt, ich sehe, Sie glauben mir nicht. Meine Frau saß in der ersten Reihe und ich habe gesagt, auch meine Frau glaubt mir nicht. Und nochmal, das ist die Dimension eben, die Ökonomen unterschätzt haben. Ich kenne das Buch von Simmel, also es gibt da auch eine andere Tradition, aber gleichwohl sind das Phänomene, an die Ökonomen zunächst nicht denken, mit denen sich aber auch eine Notenbank, wenn es um die Inflationserwartungen und die Glaubwürdigkeit geht, auseinandersetzen müsste. Über die unterschiedlichen Vorstellungen zur Gestaltung der Banknoten, der Euro-Banknoten, habe ich in meinem Bericht habe ich das dargelegt. Eine Dimension will ich noch ganz kurz erwähnen. Es gab auch eine ziemlich heftige Auseinandersetzung um die Denomination. Die Deutschen bestanden auf dem 500 Euro als Äquivalent zum 1000 D-Mark-Schein. Während zum Beispiel die Niederländische Bank strikt dagegen war, eine viel niedrigere, höchste Denomination wollte. Und es gab da nach einigen Jahren auch eine Initiative der Italiener, vor allem von italienischer Seite, man solle einen 1-Euro-Schein drucken. Mein Kollege Patuaschioppa hat gesagt, ihn ärgert das, wenn er in der Welt herumreist und kleines Trinkgeld, da muss man Dollar dabei haben. Ja? Wie schön wäre es, wenn wir sozusagen eine Euro-Dollar-Note da zur Verfügung hätten. Bei den Italienern spielt eine ganz andere Rolle. Und hinter all diesen unterschiedlichen Vorstellungen stand jetzt nicht nationale Beharrlichkeit, sondern unterschiedliche nationale Erfahrungen mit dem Bargeld. Wenn Sie sich noch erinnern, sind vielleicht zu jung, wenn Sie in Italien waren zur Lira-Zeit, die Münzen waren hoch begehrt. Die
in kleinen Geschäften bekam man als Wechselgeld Kaugummi oder Bonbons oder was weiß ich, ja. Und ich habe einmal in einem Restaurant besonders hohes Trinkgeld gegeben und darauf bestand, dass ich einen Rest in Münzen bekomme. Und hat der Kellner gesagt, nee, behalten Sie Ihr Trinkgeld. Also das sind unterschiedliche Erfahrungen. Während bei uns eben die Banknoten Vertrauen genossen haben, und das Münzen sind halt so eine Beigabe. Vielleicht, weil ich gerade dabei bin, wenn ich Sie nicht aufhalte, als die Bundesbank dann sehr spät eine 5-D-Mark-Note herausgebracht hat. Die gab es ja lange nicht. In Deutschland gab es lange nur als die 5-D-Mark-Münze, aber kein 5-D-Mark-Schein. Und als der eingeführt war, ich habe in Kiel da beim Weltwirtschaftlichen Institut einen Vortrag gehalten und bin mit dem Taxi zum Bahnhof gefahren und habe absichtlich den Taxifahrer, dem habe ich 2 oder 3 5-D-Mark-Noten gegeben. Und er hat die angeschaut und hat gesagt, ist denn das wirklich Geld? Da habe ich gesagt, ja, das ist. Er wollte sie nicht nehmen, habe ich gesagt, hören Sie zu, ich komme von der Bundesbank, das glaube ich ja, aber wem wäre es lieber, Sie geben mir richtiges Geld. Also die Akzeptanz auch eines solchen ungewohnten Scheines ist auf Widerstand gestoßen. Möglicherweise habe ich vor vielen, vielen Jahren mit dem Ausdruck Bargeld als geprägte Freiheit eine Welle von Zitaten ausgelöst. Aber als Wissenschaftler, ich habe das auch irgendwo gelesen gehabt, aber als Wissenschaftler zitiert man ja nur, wenn man die Quelle studiert. Und da habe ich mir das Buch von Dostoevsky aus einem Totenhaus gekauft und habe es gelesen, soweit ich das ertragen konnte. Denn das ist ein Buch, das von schrecklichen Erlebnissen in diesem Straflager berichtet, aber auch von großer Menschlichkeit zwischen den Gefangenen. Aber worum es hier jetzt geht, er schildert dann von den vielen Tauschgeschäften, die es unter den Gefangenen gab. Aber um es kurz zu machen, für Geld bekam man alles. Und Geld, es waren kleine Beträge, es waren Münzen. Und in korrekter Weise müsste man ja heute eigentlich sprechen von gedruckter Freiheit, aber das klingt nicht so gut, ne? Geprägte Freiheit klingt besser. Aber für mich ist bei den ganzen Auseinandersetzungen um das Bargeld am Ende der zentrale Punkt. Ich habe mich intensiv mit den Thesen meines Harvard-Kollegen Kenneth Rockoff mit seinem Buch The Curse of Cash auseinandergesetzt. Ich will hier jetzt nicht auf die Einzelheiten eingehen, aber das, was bleibt am Ende beim Bargeld als ganz entscheidendes Merkmal, ist der Freiheitsspielraum, den der Besitz von Bargeld eröffnet. Und das gilt nicht nur für Straflager. Es gibt Berichte über KZs, wo das die Dostojewskische Erfahrung sich ebenfalls gezeigt hat. Es ist auch in totalitären Systemen ein Mittel, mit dem man sich zum Teil in etwas, ein bisschen wenigstens, dem Zugriff des Staates entzieht. Und es war ja im Dritten Reich so, der Besitz von Devisen, das war Bargeld, ja, Dollarnoten, war unter Todesstrafe verboten. Weil mit Dollars konnte man möglicherweise die Grenze überschreiten und sich sozusagen aus dem Land hinaus befreien. Also geprägte, gedruckte Freiheit ist ein ganz wesentliches Element. Ich habe hier der Euro war noch nicht im Umlauf, hat mir mein Kollege Domingo Solans, der zusammen mit Antti Heinonen, der für die Bargeldeinführung zuständig war, einen 300-Euro-Schein gegeben. Ich habe den als Andenken aufgehoben. Das ist eine Erfahrung gewesen. Entscheidend ist aber die Glaubwürdigkeit, die sich mit dem Geld verbindet
Und als Wissenschaftler und Notenbanker war für mich die Glaubwürdigkeit entscheidend für das Vertrauen der Bürger in die Stabilität der Währung. Und für einen Ökonomen steht dabei im Vordergrund logischerweise die Geldpolitik, die für stabiles Geld sorgt, aber auch der Akzeptanz in der Bevölkerung bedarf. Ich muss das erklären. Und ich denke, bei vielen Diskussionen, gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten, ist das Thema der Glaubwürdigkeit der Geldpolitik und wie schnell eine Notenbank ihre Glaubwürdigkeit verlieren kann und wie schwierig es ist, sie wieder zurückzugewinnen, besonders deutlich geworden. In der Bundesbank und dann auch in der EZB bei diesen Gelegenheiten habe ich aber auch gelernt, dass zur Glaubwürdigkeit einer Währung auch das Bargeld gehört. Es spielt eine Rolle, die ich vorher in dieser Dimension, ehrlich gesagt, nicht verstanden hatte. Ich sage mal so, wenn die Einführung, rein die logistische Einführung des Bargeldes nicht richtig funktioniert hätte, dann hätte der Euro einen Glaubwürdigkeitsschaden erlitten, der mit Geldwertstabilität so gar nichts zu tun hat. Aber allein das Vertrauen sozusagen, das wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Und nicht zuletzt deswegen unterschätzen Ökonomen vielleicht die Bedeutung Glaubwürdigkeit der Geldpolitik, aber auch Vertrauen in das Bargeld gehören zusammen und damit will ich schließen. Vielen Dank. Okay, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und die Möglichkeit, die heutige Rolle des Bargeldes im weltweiten Zusammenhang zu behandeln. In öffentlichen Diskussionen bekommt man oft das Bild, dass es ist nur eine Frage der Zeit, wenn das Bargeld verschwinden wird. Letzte Zeiten, die Corona-Pandemie und die Inflation, die plötzlich beschleunigt hat, bietet interessantes Material für diese Diskussion. In dieser kurzen Vorstellung möchte ich die Frage aus statistischer Perspektive betrachten. Im Zuge der Pandemie haben kontaktlose und mobile Zahlungen stark zugenommen, weil die Lockdowns und Reisebeschränkungen auch zu einer verstärkten Nutzung des Onlinehandels geführt hat. Durch diese Faktoren hat sich der Einsatz von Bargeld als Zahlungsmittel deutlich verringert, aber nur als Zahlungsmittel. Gleichzeitig und im Gegensatz dazu ist die Bargeldnachfrage aus Vorsichtsmotiven gestiegen. Die Menschen haben Sorge, in unsicheren Zeiten im Bedarfsfall nicht mehr auf Bargeld zurückgreifen zu können. Bargeld ist etwas Greifbares und Kontrollierbares, das nicht vom Funktionieren bestimmter Systeme abhängig ist. Darum ist es keine Überraschung, dass die Nutzung von Bargeld als Wertaufbewahrungsmittel Rekordwachstumsraten erreicht hat, die selbst in der globalen Finanzkrise von 2008 nicht verzeichnet wurden. Hier sehen wir die Wachstumsraten von 142 Währungen in 2020. Nahezu 75 aller Währungen wiesen zweistellige Zuwachsraten gemessen am Wert des Banknotenumlaufs in 2020 und nur drei Währungen hatten einen negativen Wuchs. Trotz dieser hohen Nachfrage im 2020 war das Jahr 2021 ziemlich normal, wie vor der Pandemie ausgemessen mit dem Medianwert des jährlichen Wachstumsraten
des Banknotenumlaufs während des vergangenen Jahrzehnts. So, hier haben wir die Entwicklung und Sie sehen, dass der Trend des jährlichen Medianwerts von etwa 140 Währungen ist ein wenig abgenommen, aber das jährliche Wachstum des Banknotenumlaufs ist größer gewesen als dasselbe des nominalen Bruttosozialprodukts. Und natürlich die 2020 ist sehr spezial. Obwohl während den letzten Jahrzehnten neuen digitalen Zahlungsmittel mit einem beschleunigten Tempo entwickelt worden sind, ist die Nachfrage des Bargelds auch hoch geblieben aufgrund der niedrigen Inflationsrate und der niedrigen Inflationserwartungen. Unter den letzten Monaten hat die Inflationsentwicklung sich verändert und das ist sichtbar auch in der Nachfrage des Bargeldes. Leider publizieren nicht alle Zentralbanken zeitgemäß die Statistik des Banknotenumlaufs und die Daten sind nur von 115 Währungen zugänglich. Mehr als 22% von diesen Währungen hatten einen negativen Wuchs im Juni 2020. Und Sie sehen, dass noch im Juni 2021 die Situation war sozusagen besser. Wenn die Inflation war kein Problem. Die paradoxe Entwicklung, nämlich die Abnahme des Gebrauchs des Bargeldes als Zahlungsmittel in den Verkaufsstellen gleichzeitig mit dem Wuchs der Barbestände, übt Druck auf die Bargeldinfrastruktur aus. Darum Zentralbanken und andere Akteure im Bargeldkreislauf suchen nach Wegen, wie eine Verschlechterung dieser Infrastruktur entgegengewirkt werden kann. Eine in den normalen Zeiten funktionierende Bargeldinfrastruktur ist eine Voraussetzung für ihre Einsatz- und Widerstandsfähigkeit in Krisenzeiten wie während der Corona-Pandemie. Mehrere Zentralbanken denken, dass die Lösung ist das digitale Zentralbankgeld, das soweit wie möglich die Eigenschaften von analogem Bargeld nachbilden sollte. Hierzu hören wir später mehr im Beitrag von Professor Weiland. Aus meiner Sicht soll es jedoch nicht die einzige Lösung sein. Es gibt zwei wichtige verhaltensabhängige Fragen mit der Ausgabe des digitalen Zentralbankgeldes. Warum sollte die Mitbürger und Mitbürgerinnen das digitale Zentralbankgeld zu benutzen beginnen, ob sie mit den digitalen Zahlungsmitteln ausgegeben von dem Privatsektor zufrieden sind? Und was ist die Geschäftsidee der Banken als Vermittler des digitalen Zentralbankgeldes zu sein, wie geplant von manchen Zentralbanken? Darum ist es äußerst wichtig, ein Plan B mit einer funktionierenden Bargeldinfrastruktur zu aufbewahren und entwickeln. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Okay. Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich unter so namhaften Experten hier mitschreiben darf. Und zwar deswegen, weil ich die Perspektive der Psychologie vertreten darf. Und wenn wir uns Geld anschauen, also im Grunde ein Stück Papier oder ein Stück Metall, hat es doch sehr, sehr viele Facetten. Und insbesondere ist es ein Konstrukt, was von Menschen für Menschen geschaffen ist. Und immer wenn es um Menschen geht, wenn Menschen ihre Finger im Spiel haben, ist natürlich auch die Psychologie zugegen. Und deswegen erlaube ich mir, einige Perspektiven aus Sicht der Psychologie darzulegen, die mit dem Thema Bargeld und mit dem Euro insbesondere zu tun haben. Zum einen, Professor Bermann hat es schon kurz erwähnt, macht Bargeld etwas mit den Menschen?
was ganz faszinierend ist. Also nur wenn wir einen Reiz, diesen Bargeldreiz vor uns haben, im Gegensatz zu anderen Reizen, dann aktiviert das automatisch ein Belohnungszentrum in unserem Gehirn. Es macht uns zielstrebiger, es macht uns aber auch egoistischer, selbstgenügsamer. Also gibt es tolle Experimente dazu von Kathleen Foss, einer Amerikanerin, die zeigen konnte, dass Menschen, wenn sie mit Geld zu tun haben, einen größeren Abstand wählen zu ihrem Kommunikationspartner. Weniger helfen, aber auch weniger Hilfe anbieten. Könnte man sagen, ist vielleicht ein negativer Effekt. Aber ist insofern schon interessant, weil Geld uns nicht in Ruhe lässt, weil das evolutionär schon sehr stark in unserem Gehirn verankert ist. Andere Reize oder auch Bargeldalternativen können das nur noch nicht auslösen. Müssen wir mal sehen, ob sich da in der Evolution noch etwas tut. Was sind andere Argumente für Bargeld? Bargeld ist Tradition. Wir haben alle ganz viele Bilder im Kopf, wenn wir an Bargeld denken. Denken Sie an den Klang einer Münze im Klingelbeutel. Denken Sie an Geldgeschenke, an den Münzwurf in einen Brunnen. Also das sind viele Bilder, die wir eigentlich nicht missen möchten und die wir uns in einer bargeldlosen Welt so nicht vorstellen können. Wenn wir in unseren Studien Menschen fragen, unter welchen Umständen zahlen sie denn lieber mit Bargeld und wann mit Karte, dann sagen die meisten, ja, kleinere Beträge lieber mit Bargeld, einfach weil sie da eine bessere Kontrolle über ihre Ausgaben haben. Und da sind wir auch bei einem wichtigen Aspekt. Bargeld schützt uns dahingehend, dass wir uns besser vorstellen können, wie viel Geld wir haben und wie viel wir schon ausgegeben haben. Im virtuellen Raum, auch selbst wenn wir irgendwas überweisen, dann laufen wir schnell Gefahr, hier den Überblick zu verlieren. Und das ist insbesondere gefährlich, wenn wir an kleinere Kinder denken. Also es gibt da sehr viele Geschichten auch, wo Kinder im Internet unglaublich viel Geld ausgeben, weil sie einfach nur einen Knopf drücken und gar nicht wissen, was sie da tun. Und am Ende kommt dann die große Überraschung, dass sie da 2000 Euro von der Papas Kreditkartenabrechnung für sich beansprucht haben. Also da sind sehr viele Gefahren verbunden. Und da sind wir auch schon bei dem Aspekt, dass Bargeld letztendlich sehr wichtig ist für die Finanzbildung. Wir können uns gar nicht vorstellen, gerade in so Entwicklungsstadien, wo Kinder noch nicht abstrakt denken können, ihnen den Umgang mit Geld anders zu vermitteln. Also erst so ab dem Alter von 12 Jahren gelingt es einem eigentlich, so abstrakt zu denken, wo man diese Operationen vornehmen kann. Vorher aber sind Kinder schon bedingt geschäftsfähig, also dürfen schon etwas einkaufen. Und in einer bargeldlosen Welt wären sie hier sehr gefährdet, damit gar nicht umgehen zu können. Ein weiterer psychologischer Aspekt des Bargelds ist auch dieser Status Quo-Effekt. Wir kennen Bargeld. Bargeld ist schon 2700 Jahre alt. Stimmt's? Ja. Dementsprechend kennen wir Bargeld, kennen wir auch die Vorzüge und die Vorteile des Bargelds. Andere Zahlungsmittel haben es hier sehr viel schwieriger, sich hier auch bekannt zu machen. Wir kennen in dem Zusammenhang auch diesen Amtsinhalter-Effekt. Also wir kennen derjenige, der das Amt innehat, der ist uns bekannt mit all seinen Vorzügen und wird er wiedergewählt. Dementsprechend, davon kann Bargeld auch profitieren. Wir kennen diese ganzen Vorzüge und wenn jetzt eine neue Zahlform kommt, dann muss sie sich erst einmal behaupten. Wir haben also hier, wir sehen hier einen großen Facettenreichtum, was Bargeld letztendlich auch psychologisch mit uns macht. Ein ganz wichtiger Aspekt ist auch der Faktor Inklusion. Bargeld schließt wirklich jeden ein. Ich muss nicht zu einem Club dazugehören. Es spricht im Grunde alle Sprachen. Also jeder kann über dieses Bargeld verfügen. Wir sind unabhängig. Es wird überall akzeptiert, also hoffentlich oder sollte auch überall akzeptiert werden. Und über diesen Inklusionseffekt hinaus bietet Bargeld auch die Funktion der Identifikation. Wir wissen, seit der Euro eingeführt wird, haben sich die Länder in der Eurozone viel stärker miteinander verbunden gefühlt, die Menschen haben sich viel mehr miteinander identifiziert und insofern bietet Bargeld und speziell auch Euro-Bargeld ganz großes Potenzial zu sagen, wir können uns viel stärker noch mit dem Euroraum identifizieren, wir haben einen gemeinsamen Nenner und die Europäische Zentralbank hat das auch erkannt und bindet auch bei der Gestaltung der neuen Euro-Serie viel mehr die Bevölkerung mit ein, um zu sehen, was man denn auf diese Scheine draufdrucken kann, um noch mehr Identifikation hier zu stiften. Das war jetzt sozusagen ein kleiner Auszug hier auch aus meinem Buchkapitel, wofür Bargeld insgesamt steht. Also Bargeld ein wichtiges Konstrukt für die Menschen und wenn es für die Menschen ist, dann sollte es auch lange bestehen bleiben, solange die Menschen das auch wollen. Im Sinne eines Never Change a Running System. Es hat gut funktioniert und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns in
20 Jahren hier wieder treffen zur 40 Jahre Euro-Pressekonferenz. Vielleicht ist das ja ein vielleicht abstrakter oder hehrer Wunsch, aber ich glaube daran aus wissenschaftlicher Perspektive und auch persönlich. Dankeschön. Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung und auch die Möglichkeit, jetzt diesen spannenden Vorträgen zu lauschen. Ich bin tatsächlich hier aus der Perspektive eines der vielen Nutzer und möchte die Bundesbank und Herrn Beermann nochmal beglückwünschen zu diesem tollen Werk und natürlich die Autoren, finde ich echt spitze. Ich möchte drei Punkte kurz ansprechen. Einmal Bargeld, ein paar Bemerkungen zum Geschäftsmodell Bargeld, ein paar Bemerkungen zum Geschäftsmodell Digitalgeld und ein paar Bemerkungen zur Rolle des Geldes oder des Bargeldes und Digitalgeldes in der Politik und die Transmission der Politik. Zum Geschäftsmodell Bargeld. Ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass uns das noch lange erhalten bleiben wird. Vielleicht erstmal ein Wort dagegen. Also was mich überrascht hat, ich fand das auch sehr spannend, Herr Beermann, die Studie, die Sie hier in Ihrem Kapitel zitieren oder das Schaubild, das Sie zeigen zu den Barzahlungsanteilen im Euroraum. Da sind tatsächlich die in Südeuropa, das ist natürlich noch vor Corona, aber trotzdem in Südeuropa sehr hoch, also über 80% Barzahlungsanteil, nach diesem Schaubild zumindest. Und da ich kürzlich urlaubsbedingt in einem südeuropäischen Land war und immer denke, naja, wenn man auf eine Reise geht, ist immer gut, ausreichend Bargeld auch mitzunehmen, weil man weiß nie, ob alles so funktioniert, wie man sich das erhofft hat. Ich hatte auch entsprechend einen gewissen Bargeldstand in verschiedenen Teilen des Koffers und anderen Taschen versteckt, sodass ich im Zweifel darauf zurückgreifen könnte. Und muss aber sagen, ich bin aus diesem schönen südeuropäischen Land wieder zurückgekommen mit dem großen, allergrößten Teil dieses Bargeldes. Hatte also keine Gelegenheit, es auszugeben, weil es viel einfacher war, immer elektronisch zu bezahlen. Aber trotzdem, trotz dieser Vorbemerkung, also wir sehen, da ist auch eine Änderung. Ich denke, es bleibt spannend zu sehen, wie sich diese Barzahlungsanteile verändern. Aber trotzdem sehen Sie, ich habe das Bargeld mitgenommen, wieder zurückgebracht und bin auch nicht unglücklich darüber. Denn als Ökonomen kennen wir ja auch den Optionswert. Und ein großer Teil der Bargeldhaltung ist tatsächlich gebunden an den Optionswert. Denken Sie sich mal die Situation, wie jetzt viele, viele Menschen, die jetzt zu uns gekommen sind, erlebt haben. Plötzlich bricht ein Krieg aus, alles bricht zusammen. Vielleicht man wohnt direkt in der Nähe einer Gegend, wo der Feind einmarschiert, muss umgehend fliehen. Da hilft es, einen größeren Bargeldstand dabei zu haben. Interessanterweise hilft es da auch nicht, hängt es auch davon ab, welches Bargeld. Also ich spreche jetzt im Moment von der Ukraine. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut. Im Mai wurde nochmal hier ein Beschluss gefasst, also in großem Stil den Flüchtlingen es möglich zu machen, die ukrainische Währung hier bar umzutauschen in Euro. Das ist also keine Selbstverständlichkeit. Für die Ukrainer lief es nicht so schlimm. Es ist auch eine stabile Währung, die aus verschiedenen Gründen stabil gehalten wurde, vielleicht mit ausländischen Interventionen. Also sie haben kürzlich abgewertet drastisch, aber sie war nicht flexibel. Aber trotzdem, wenn so jemand einen Fremdwährungs-, ob das nun Dollar oder Euro sind, irgendwo im Schrank hat und das mitnimmt, auch diese Art von Mobilität ist ja ein Optionswert für eine schwierige Situation, Bargeld vorzuhalten, ist ja etwas, was die Bargeldhaltung mittreibt. Ich erinnere mich auch noch, ich war mal als junger Ökonom 5 Jahre an der FED tätig, 1995 bis 2000. Und einer meiner älteren Kollegen, der auch mit dem amerikanischen Sicherheitsdienst, Security Service, zusammengearbeitet hat. Wie Sie vielleicht wissen, Security Service in den USA ist zuständig auch für Fälschung von Geld, Notenbankfälschung. Ist dann regelmäßig in der Zeit nach Russland gereist, weil dort sehr viele Dollar in Umlauf waren und auch Gerüchte aufkamen, die wären gefälscht. Und dann wurde sozusagen geforscht und tatsächlich waren die nicht gefälscht. Also Bürger haben auch im Ausland das Interesse, unsere Währung zu halten. Ich denke, auch das hat die EZB und die Bundesbank in verschiedenen Aspekten erforscht.
Also die Mobilität ist auch ein Teil und der Optionswert, wie man das Geld nutzen kann, ist auch ein Teil dieser Bargeldhaltung. Die Notenbank stellt Bargeld zur Verfügung, je nach Nachfrage. Das heißt, es hat zunächst mal nichts, die Menge an Bargeld, die zur Verfügung gestellt wird, hat nichts damit zu tun, was der Preis oder die Kaufkraft dieses Geldes ist. Das wird über andere Bereiche geregelt. Das bringt mich zum Digitalgeld. Tatsächlich die große Menge, auch bevor wir jetzt tatsächlich hier noch Notenbank-Digitalwährungen einführen, ist tatsächlich bereits schon seit langem die große Menge des Geldes natürlich digital. Das sind sowohl die Einlagen, die die Notenbank den Banken zur Verfügung stellt, als auch das Geld, das die Banken schaffen mit unseren Konten, was wir auf unseren Girokonten sehen. Also die Geldschöpfung im Bankensystem findet auch digital statt. Und die Notenbank versucht also tatsächlich die Kaufkraft auch des Bargeldes zu kontrollieren und zu stabilisieren über den Preis des Digitalgeldes, in dem Fall den Preis oder die Menge an digitalem Geld, das sie dem Bankensystem zur Verfügung stellt. Und wie schon gesagt, es hängt nicht an den schönen Bildern auf den Banknoten, sondern an der Stabilität der Kaufkraft der Banknoten, wie attraktiv sie sind. Auch deswegen, wie gesagt, gibt es Länder, in denen Bürger eben Fremdwährungen oder unsere Währung halten. Und nun ist es so, aktuell leben wir in einer Zeit, in der diese Kaufkraft doch überraschend stark schwindet. Also wenn wir Teilen Osteuropas innerhalb der Währungsunion 20% Inflation haben, bei uns 10% oder uns den 10% wohl nähern, dann ist das mit der Kaufkraft natürlich schon so eine Sache. Und man kann fragen, da komme ich im dritten Punkt dazu, jetzt sage ich noch ein Wort zum Digitalgeld, man kann fragen, läuft das alles so und wie funktioniert diese Transmission des Geldes zum letztendlich zur Kaufkraft des Geldes, zur Inflation. Ein paar Worte noch zum Digitalgeld und zum Geschäftsmodell. Also in dem Fall, das Digitalgeld, was jetzt sozusagen so stark diskutiert wird, ist ja ein ganz spezifisches. Wir haben die Entwicklung Bitcoin, Stablecoins, andere digitale Währungen und jetzt die Frage, sollen die Notenbanken eine ähnliche Digitalwährung bereitstellen? Was ist das Geschäftsmodell? Warum könnte das attraktiv sein? Das wird ganz heiß immer wieder diskutiert. Und warum sollen jetzt auch die Notenbanken ins Geschäft kommen in diesem Bereich? Das ist übrigens, das wollte ich nochmal sagen, ich habe am Anfang gratuliert, habe aber eins vergessen, das ist ja auch ein Thema, was im Buch sehr intensiv diskutiert wird. Also das Digitalgeld, welche Rolle das spielt. Und wir machen zum Beispiel an der Universität von unserem Institut, dem Institut für Geld- und Finanzstabilität aus, regelmäßig ein interdisziplinäres Seminar, juristische und ökonomische Seite. Und das Thema Digitalgeld ist natürlich ein wichtiges Thema, auch jetzt nach vorne für dieses Seminar. Und dieses Buch wird auch in der Hinsicht für uns als Nutzer, wir sind natürlich nur einer von ganz vielen, aber eine wichtige Quelle und was man den Studenten und Studentinnen da mit an die Hand geben wird, um diese Projekte zu bearbeiten. Aber zum Digitalgeld. Bitcoin wird sehr heiß diskutiert. Was ist eigentlich jetzt das Neue? Wie gesagt, wir haben ja schon lange Digitalgeld. Das neue Element ist in dem Fall dezentral. Alles digital, die Dezentralität sozusagen. Die Notenbank führt ja natürlich sehr genau Buch. Es gibt ein zentrales Buchungssystem, wo festgehalten wird, wer wann wie viel bekommt oder auch zurückzahlen muss. Auch bei uns, es gibt ein zentrales digitales System, ein Bankensystem, wo festgehalten wird, wo unser Geld digital sitzt, beziehungsweise wo es geführt wird. Und es ist immer ein zentrales Buchungssystem. Bitcoin war ein Beispiel, wie also diese Rechnungsführung, diese Buchungsführung dezentral angeboten wird. Wenn sozusagen eine Art Fälschungssicherheit sichergestellt wird, das ist die Attraktivität. Deswegen ist es ja auch, diese sogenannte Blockchain-Technologie wird ja auch in vielen anderen Bereichen jetzt eingesetzt und hat sicher ein hohes Innovationspotenzial und Nutzungspotenzial. Ob jetzt gerade bei Bitcoin dieses Potenzial schon sehr wirksam wird, ist eine andere Frage. Denn wenn man sich dann das mal anschaut, ist es tatsächlich doch sehr schwierig, Transaktionen mit Bitcoin durchzuführen oder auch
im Urlaub, wenn man digital zahlt, dann doch eher mit Kreditkarte oder mit PayPal oder was auch immer, aber oder dem iPhone, aber dem Smartphone, aber vermutlich nicht mit Bitcoin. Aber trotzdem, es gibt auch die sogenannten Stablecoins, die sozusagen als ein Weg in Bitcoin hinein fungieren. Was sind die Stablecoins? Die sind gebunden an eine nationale Währung, ja, also zum Beispiel an den Dollar, ja, oder an den Euro. Und das ist auch nochmal ein interessanter Punkt, wenn man darüber nachdenkt, Kaufkraft von einer digitalen Währung wie Bitcoin oder von Stablecoin. Viele sagen immer, Bitcoin, das ist ja nichts wert, da steht ja nichts dahinter. Ja gut, das trifft aber auf dieses Bargeld auch zu, ja, das wir hier nutzen. Dass die Produktionskosten des Bargelds sind sehr gering. Es steht auch nichts dahinter, außer das Versprechen, wenn der Schein abgenutzt ist, dass ich zum Beispiel in dieses, oder wenn er gewechselt hat, also von D-Mark auf Euro, kann ich immer noch in dieses Gebäude kommen und unten das wechseln, aber wieder eben in Bargeld dieser Währung, nicht in Gold, nicht in irgendeinen anderen dahinterliegenden Wert. Und das wissen viele nicht. Ich hatte erst vor wenigen Tagen wieder ein Gespräch, da hieß es, ja, aber hinter der Währung der Notenbank steht doch die Bilanz der Notenbank und es sind ja Werte. Na gut, aber die Notenbank verspricht mir ja keinen direkten Zugriff auf diese Werte, sondern nur wieder einen neuen Schein. Also das ist jetzt nicht grundsätzlich ein Argument, finde ich, gegen das Geschäftsmodell Bitcoin. Aber natürlich die Einsatzfähigkeit von Bitcoin, kann ich damit Transaktionen durchführen? Ist natürlich schon ein Punkt, wenn ich sehe, wie schwierig das ist, dass ich sagen kann, naja, Bitcoin ist vielleicht gar keine Währung, auch wenn es so besprochen wird. Wie sieht es nun bei den Stablecoins? Der Vorteil bei Bitcoin wäre aber, klar, es gibt einen flexiblen Wechselkurs, es wird nicht versucht, die Kaufkraft zu verteidigen, außer dadurch, dass man die Möglichkeit, Bitcoin zu schaffen, ja technisch begrenzt hat. Bei den Stablecoins sieht das anders aus, die sind immer, würde man sagen, runnable. Ja, so wie auch jetzt zum Beispiel die ukrainische Währung, wenn sie nicht gestützt würde, auch aus dem Ausland ja runnable, sehr runnable wäre. So ist es eben auch bei diesen Stablecoins. Die Stablecoins sind übrigens der Grund, warum wir so viel über Digitalwährung der Notenbank reden. Ich denke, es ist eine defensive Maßnahme der Notenbank für den Fall, dass Stablecoins sehr populär werden, die vielleicht auch nicht ausreichend reguliert sind. Und trotzdem kann das möglicherweise sehr schnell populär werden in Ländern, wo die nationale Währung nicht sehr stabil ist. Also gerade in Schwellenländern oder Entwicklungsländern kann es auch einen Nutzen haben, aber die Frage ist es dann, ist es runnable und deswegen ein defensiver Move, dass wir auch Notenbankwährung digital zur Verfügung stellen. Ist noch offen, ob das im Euroraum dezentral oder zentral verbucht wird. Das wird die Attraktivität beeinflussen. Aber jedenfalls finde ich die Geschwindigkeit, in der die EZB und die Noten, das Eurosystem vorgeht, völlig in Ordnung. Nicht so sehr bei der Inflationsbekämpfung, aber also bei der Bereitstellung der digitalen Währung, dass man sich da eine gewisse Zeit lässt und das sehr, versucht, sehr professionell vorzubereiten, auch die Risiken für das Bankensystem, dass das Geschäftsmodell der Banken in Schwierigkeiten kommt, zu begrenzen oder zu analysieren, bevor man da weitere Schritte unternimmt, finde ich sehr vernünftig. Andere sind da schon weiter vorgeprescht. In den Bahamas gibt es im Umlauf eine entsprechende Notenbankwährung. Ganz kurz zum dritten Punkt, wenn ich noch darf. Transmission der Geldpolitik. Tatsächlich hat das Bargeld uns da sehr beschäftigt, denn bis vor kurzem, bis 2019, haben wir uns ja viel über die effektive Zinsuntergrenze Gedanken gemacht. Das ist plötzlich sozusagen, hat schon fast biertisch Qualität, ja, hat man sich diskutiert, ja. Weil die Frage ja aufkam, ja, wenn jetzt auch negative Zinsen, lohnt es sich dann nicht, Bargeld zu horten? Deswegen sind die Zinsen vielleicht auch nicht weiter negativ geworden. Und also diese Zinsuntergrenze kommt vom Bargeld. Das hat auch, das Interesse am Bargeld wieder geschürt. Nicht unbedingt für die Transaktionen, aber von der Wertaufbewahrung bis vor kurzem, also wenig Inflation, negative Zinsen auf Giroeinlagen, zumindest größere, da rechnet man natürlich schon mal dagegen, was würde es mich denn kosten, das Geld im Schließfach aufzubewahren, wenn es entsprechend um Mengen geht, wo die Banken negative Zinsen verlangen. Da sind wir jetzt raus, kann man sagen, glücklicherweise, aber ehrlich gesagt, also mit 9% Inflation, das fand ich jetzt unnötig, so viel, um da rauszukommen. Aber auf jeden Fall, das sind wir raus. Trotzdem vielleicht kurz die Bemerkung, eine kleine Anekdote.
Ich habe mal 1998 auf einer Konferenz der Borstenfeld damals mit diesem Thema uns schon beschäftigt, weil damals war ja Japan schon bei Nullzinsen, ja, oder nahe Nullzinsen. Und dann hatte ich irgendwie als junger Fed-Ökonom so im Gefecht der Konferenz gesagt, naja, was wir machen müssen, wäre doch die Banknoten mit einem digitalen Streifen ausstatten, sodass man auch in guten Zeiten einen positiven Zins darauf zahlen könnte, denn die verdienen ja nur einen Nullzins, aber vielleicht in Deflationszeiten, das war damals natürlich eine rein hypothetische Diskussion, in Deflationszeiten auch einen negativen Zins damit verwirklichen kann. Mit Digitalgeld könnte man das natürlich, ob man das sollte oder nicht, gibt es sehr intensive Diskussionen, auch im Buch, zum Beispiel Ottmar Issing schreibt darüber. Und der letzte Punkt, wenn es um die Transmission geht, also wie sieht der Kaufkraftverlust, wenn man einen stetigen Kaufkraftverlust der Währung, wenn wir auf 2% Inflationsziel hinarbeiten, dann haben wir jetzt schon 60-70% verloren, da sind wir auch ungefähr jetzt seit Einführung des Euro. Aber die Frage ist doch, okay, die Ausgabe oder die Kontrolle des Preises des Geldes, wie effektiv ist es, wie wirkt sich das aus auf letztendlich die Kaufkraftentwicklung, also die Entwicklung der Inflationsrate. Und wir haben jetzt ein neues Programm sogar bei der EZB, das sehr schnell eingeführt wurde, das diesen Transmissionsmechanismus sogar nochmal speziell schützen soll. Und zwar indem die Notenbank selektiv anbietet, digital sozusagen Wertpapiere in digitales Geld, in Einlagen bei Banken zu tauschen. Und da würde ich sagen, vielleicht bräuchte man, das Programm ist schon eingeführt, aber begründet ist es mit einer notwendigen Kontrolle des Transmissionsmechanismus, dass also Staatsanleihepreise nicht so schnell fallen oder die Zinsen auf Staatsanleihen nicht so schnell steigen in manchen Ländern, dass das irgendwie im Gleichschritt passiert. Und vielleicht bräuchte man so eine Studie oder auch noch mehrere, um mal wirklich zu schauen, wenn man wirklich einen einheitlichen Transmissionsmechanismus wollte, was man da alles prüfen müsste. Denn natürlich ist es nicht so, dass bei den Staatsanleihzinsen mir schon die Transmission fertig ist. Oder dass das ist ja überhaupt nur ein Teil der Transmission. Man müsste genauso die Frage stellen, ja, wichtige Elemente, also Staatsanleihen sind einfach die Preise von Staatsanleihen. Ja, die gehen runter, die Zinsen gehen hoch. Das jetzt passiert bei Italien, hat man den Aufschlag versucht zu kontrollieren. Oder hat gesagt, wir wollen uns die Möglichkeit verschaffen, das zu kontrollieren. Aber wir haben ja gelernt, Notenbanken können andere Wertpapiere kaufen. Die können natürlich auch Wertpapiere wie Unternehmensanleihen kaufen. Unternehmensanleihen spielen eine wichtige Rolle im Transmissionsmechanismus. Ich würde fragen, müssen die auch jetzt im Gleichmarsch sich entwickeln, über die Währungszone hinweg? Oder Häuserpreise. Wir erleben ja aktuell jetzt, wenn Sie sich in der glücklichen Situation befinden, eine Immobilie zu besitzen, dass jetzt vielleicht das Spiel, dass die Immobilienpreise stetig ansteigen, nicht mehr so weiter fungieren wird, weil mit höheren Zinsen natürlich weniger Käufer bereitstehen und die Immobilienpreise nach unten gehen. Auch das ist ein wichtiges Element des geldpolitischen Transmissionsmechanismus. Ja. Der letztendlich ist ja die Frage, wie kommt das in der Inflation an? Und die Immobilienpreise entwickeln sich, wie wir wissen, sehr unterschiedlich in den verschiedenen Ländern der Währungsunion. Also auch hier die Frage, müsste man da nicht auch genauer schauen, dass das, ob das mal kontrolliert werden müsste oder im Gleichlauf laufen müsste. Sie sehen, also auch da meines Erachtens noch viele offene Fragen, die man analysieren müsste, bevor man mit diesem Programm wirklich agiert. Das noch so eine kleine, Sie haben ja gesagt, ich bin freier Radikaler, also noch eine kleine Schlussbemerkung. Dankeschön. Vielen Dank.